Nach über 25 Jahren Abstinenz könnte der 9. Spieltag in der Oberliga Niederrhein-Aufstiegsrunde der Tag werden, an dem der 1. FC Bocholt zurückkehrt in die Regionalliga. Der Verfolger ist zum Verfolgten geworden. Aus den Jägern werden die Gejagten. Felbert mit einem Patzer gegen Schwarz-Weiß Essen, der diese Konstellation überhaupt erst ermöglicht und dementsprechend motiviert, dementsprechend aktiv geht Bocholt in diese Partie daheim. Vor knapp 2.500 Zuschauern, die Euphorie ist gigantisch. Und warum auch nicht? Man hat vorne ja zum Beispiel einen Marcel Platzig, 36 Saisontore bisher. Der schießt die Liga kurz und klein. Und die erste Aktion der Partie, wenig überraschend, dann auch von Bocholt. Und auch von Marcel Platzig, der wird noch gehalten sein, Versuch. Aber dann kommt André Bugler mit der frühen Führung. Der Kursaufstieg schon mal richtig eingetippt ins Navigationssystem. Die erste Ausfahrt Richtung Heimsieg haben sie schon mal genommen. Und dann, ja dann kommt auch noch dazu, dass Meerbusch ihn in die Karten spielt. Immer wieder mal Unachtsamkeiten im Aufbauspiel. Marcel Platzig, der kann nicht nur Tore schießen, sondern eben auch vorlegen. Das ist wieder André Bugler und wieder ist es ein Tor. 2-0 Bocholt und er zeigt es an. Hier, dem Kollegen, dem müsst ihr zujubeln. Die Vorlage von Platzek, mal mindestens die halbe Miete. Und nach 32 Minuten sieht es auf einmal ziemlich nach großer Sause aus in Bocholt. Und etwas später, ja da, sieht es glatt noch besser aus. Marcel Platzek, 3-0. Der Sekt wird schon kalt gestellt und die Aufstiegst-T-Shirts nach Größe sortiert. Saisontreffer 37 vom Ex-Essener. Die Gastgeber dominieren, doch kurz vor der Pause wagt Meerbusch tatsächlich mal eine kleine Abenteuersafari in Richtung gegnerischen Strafraum. Doch der Ausflug wird relativ fix unterbunden und auf einmal geht's in die andere Richtung. Gibt's noch das 4-0 vor der Pause? Ich kenne da wen, der die Antwort weiß, nämlich Luis Fährlings. Und da ist das Ding. 4-0. Die Emotionen könnten unterschiedlicher kaum sein. Meerbusch noch am Hadern wegen der Szene eben am gegnerischen Strafraum. Thibaut Scher lässt vollkommen zurecht weiterspielen. Und Bocholt, ja, die sind bei allerbester Partylaune. Kein Wunder deshalb, dass in Durchgang 2 alles etwas gemächlicher zugeht. Aber einen haben sie dann doch noch. Und natürlich, wer denn auch sonst? Marcel Platzek. Ein bisschen Fortune, ein bisschen Glück ist dabei. Aber Saisontor 38, die Krone auf dem Bocholter Aufstieg. Kurz drauf brechen dann alle Dämme. Wir sagen hallo und herzlich willkommen in der Regionalliga West, lieber 1. FC Bocholt. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.